Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Talkrunde. Ich habe heute den Konrad Schmidt bei mir, auch genannt J. Konrad Schmidt. Aber nur für Insider, genau. Nur für Insider. erste Frage, wo kommt das J her? Das J ist mein zweiter Vorname, der eigentlich der erste ist. Und weil man oft als Fotograf also in so Listen auftaucht, habe ich das J-Punkt dann einfach quasi mal wieder hochgeholt und vorne dran gestellt. Als Kind ist man ja mit zwei Vornamen fürchterlich uncool, deswegen macht man das nicht. Und jetzt ist es eben so, dass es in den Listen das offene J mit dem Punkt und dem Leerzeichen halt total auffällt. So. Okay. Also es ist immer nur ein Grafik-Gag eigentlich. Und wie sprichst du es? Eigentlich Konrad. Also eigentlich Konrad. Ja. Okay, aber Webseite ist J. Konrad Schmidt, richtig? Genau, Konrad Schmidt ist ein Autohaus. Das gibt es dann schon. Ach so, ja, so gut, ist das dann immer. Das ist J natürlich. Genau, ja. Und da macht das J dann auch wieder Sinn. Konrad, du bist Fotograf. Ich würde sagen, du stellst dich aber erstmal so ein bisschen vor. Mich interessiert immer so ein bisschen der Werdegang. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Also einfach mal, erzähl mal einfach so von deiner Jugend. Also ich fange mal mit dem Klassiker an. Ich habe alle Fotografen, die man fragt, fotografieren schon seit sie kleine Kinder sind. Das kennt man ja. Unbedingt. Ja, ja. Und ich habe eigentlich relativ traurig eine Kamera von meiner Oma geschenkt bekommen. Kleine Olympus. Habe dann immer das Schwarz-Weiß-Filme belichtet und habe eigentlich das Sterben einer Eisenbahnlinie fotografiert, als ich so 14 war oder 13, weil da gerade die Bahn anfing, die ganzen Nebenstrecken stillzulegen. Hast du das schon bewusst gemacht damals? Also war das schon bewusstes oder mehr so ein, weil es... Ja, also bewusst schon, dass man wusste, man hat nur 36 Bilder und bewusst dahingehend, dass ich es selber bezahlen musste. Also das war dann schon auch da, aber ich hatte so eine grobe Vorstellung, was eine Blende und was eine Zeit macht, aber... Ich meine bewusst, dass du gesagt hast, du dokumentierst das Sterben der Eisenbahnlinie. Nee, gar schon, nicht. Nee. Also das war mehr, weil es einfach... Es hat mich ein bisschen interessiert deshalb, weil das halt nur ein A vor der eigenen Haustür war und B, weil das... Ich komme aus dem Thüringer Wald und da war sozusagen, das ist ja eigentlich so die Holzbahn eigentlich gewesen so. Und das ist halt alles durch LKWs ersetzt worden so. Das heißt, die Straßen werden lauter, die Schienen werden leiser und dann, das hat man ja so mitbekommen. Und ja, das waren so die allerersten Anfänger, aber das habe ich irgendwie, also ich habe das nicht wirklich verfolgt, das war halt wirklich ein Hobby so. Und ich habe das neben der Schule mal gemacht, zweimal im Jahr, aber so, es war auf dem Schirm, aber nicht für Beruf, gar nicht so. Und dann habe ich das im Abi eigentlich gar nicht mehr gemacht, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und habe dann eigentlich Maschinenbau studiert oder begonnen. Und damals, also um das mal zeitlich einzuordnen, das ist ja auch mal wichtig, wo stand denn die Technologie eigentlich gerade? Also das war 2003. Da hat eine 512 Megabyte Speicherkarte 600 Euro gekostet. So. Aber mit 512 Megabyte warst du da schon jemand, ne? Das war schon, 512 Megabyte war ganz schön abgefahren, das stimmt. Ja. Das war wirklich selten. Und da habe ich mir dann irgendwann halt im Studium eine Digitalkamera gekauft, irgendwas Kleines, weil es einfach schlicht und einfach nicht möglich war, dem Stoff zu folgen und gleichzeitig noch eine Abschrift zu machen. Und so. Das heißt, du hast dir eine Kamera gekauft, weil du zu faul zum Mitschreiben in der Vorlesung warst? Ne, faul nicht, aber du hast halt zwei Chancen. Entweder du schreibst die Hieroglyphen ab und hast dann eine Abschrift, die du nicht verstehst, oder du hast zugehört und hast keine Abschrift. Okay. Und das war einfach dann Pragmatismus zu sagen, ich brauche irgendwie da Daten. Und da war das eine relativ gute Geschichte und dann war es halt so, dass das natürlich schon so als Effekt, den man heute ja nicht mehr drüber nachdenkt, draufdrücken, Bilder angucken, war damals halt noch natürlich ein Neuigkeitswert. Und ich habe die dann einfach überall mit rumgeschleppt immer und bin dann angesprochen worden auf einer Party, ob ich das nicht als Job machen will und habe die Frage gar nicht verstanden. So, und das ist jetzt wieder zur zeitlichen Einordnung, es gab halt keine Smartphones. Die Fotohandys hatten eine Auflösung von 640 Pixeln. Lange Seite. Mhm. Es gab kein StudiVZ, kein Facebook, kein Instagram, keine sozialen Netzwerke, gar nichts. Also und war so 2005 dann oder? 2004, dann? Ja, genau. Ja. Und ja, vielleicht gab es das, aber es hatte halt in Deutschland keiner. So. War noch nicht so. Genau. Und überhaupt auch der Mindset, sich ständig im Internet zu produzieren als Einzelperson, der war nicht da. Damals war es im Gegenteil eher so, dass es halt Medien gab, die Einzelpersonen dann im Internet produziert haben. Und der Gag damals war halt natürlich, dass du mit diesen damals dann schon relativ guten, sehr mobilen Kameras eigentlich wirklich geile Partybilder machen konntest mittlerweile, weil du so transportabel und so schnell warst. Und die Leute haben halt einfach Sachen vor Kameras gemacht, was dann alles am nächsten Tag im Netz war. Das ist eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr zu glauben.
Heute bist du ja eher, also heute ist ja der mit der Kamera der Arsch, ne? Ja, heute gibt's das gar nicht mehr. Also ich kenne auch keinen Hamburger Club, in dem noch fotografiert wird. Also jedenfalls keinen, den ich irgendwie mal besucht habe. Weil alle immer auch, komplett. Mich nicht fotografieren. Ja. Also das ist... Das hat sich komplett gedreht. Das ist irgendwie doof, ne? Das, ja, also. Das ist das, ich verstehe das ja auch, weil die Leute natürlich vor so einem diffusen Missbrauch Angst haben, der sicher auch ein bisschen mediengemacht ist. Also wenn irgendwas mit Facebook wieder schiefgelaufen ist, ist die erste, das weiß meine Mutter aus der Zeitung, ich nicht, also weil kriegt man ja nicht mit. Und ich bin dann einfach halt gefragt worden, ob ich das als Job machen will, fand das ganz lustig, aber jetzt habe mir da auch beruflich jetzt auch keine Gedanken drüber gemacht. Und bin dann einfach 4 Wochen später von dieser Agentur halt gefragt worden, ob ich eigentlich Skifahren würde. Und da habe ich gesagt, ja, also wenn wir Schnee hätten, schon, theoretisch. Und dann haben die gesagt, ja, flieg doch nach Frankreich. Da ist Border Week und mach ein Interview von Sportfreunde Stiller. Und dann kriegst du das 5-Sterne-Chalet bezahlt, Skipass bezahlt, Flug bezahlt und den ganzen Rest auch noch. Und ich stand dann so mit 19 da und dachte so, ja... Wofür studiere ich eigentlich Maschinenbau, was mache ich hier eigentlich? Und dann war ich halt wirklich da und habe dann ein Sportfreunde Stiller Interview geführt. Also Interview hast du auch, hast Fotos gemacht? Alles, Interview komplett. Für eine Musikzeitschrift oder? Nee, für dieses Online-Portal. Die waren halt einfach, also damals ging schon so dieser Trend los, dass man von so Stadtmagazinen eben so mehr so in Online-Kommunikation reinging und die waren quasi einfach, es war halt so das größte Portal Deutschlands und die waren Medienpartner von all dem. Und so ging das im Grunde los, dass wir dann da irgendwo rumgefahren sind. Und das war natürlich immer für... Im Grunde no budget, aber wir hatten halt einfach, irgendwie war halt eine lustige Zeit einfach, weil wir haben halt nichts bezahlt, das war super. Und naja, und mit solchen wie Sportfreunde Stiller ist ja jetzt auch nicht so ein schlechter Umgang, oder? Ja, nee, gar nicht. Es ist nur dann für dich selber ein bisschen seltsam, wenn du irgendwie die Band nicht kennst und auch nicht wirklich weißt, was du dich eigentlich fragen sollst, aber halt mit denen im Interview sitzt. So, das merken die natürlich, aber das ist ja egal. Das heißt, du hattest gar keinen Bezug zu deren Musik, null. Oder? Okay. Was aber auch jetzt nicht schlimm ist, ist ja auch, also, weil es ist denen ja auch wurscht, wir haben da natürlich so ein bisschen was zusammengeschrieben, weil die hatten ein neues Album und dann stand eine Tour an, dieser Gig in Frankreich war Teil dieser Tour und so, da haben wir das ein bisschen alles da gemacht und ich habe das dann halt relativ schnell, ja nicht in Job umgewandelt im Sinne von viel Geld verdienen, sondern ich wollte das einfach machen und dann hatten wir halt durch dieses Portal praktisch unlimitierten Zugang, so, also vom, das sind jetzt alles uralte Kamellen, aber wir waren halt so ein Nahfestival, Sonne, Mond, Sterne, Sensation, dieses weiße Partykonzept, was aus Niederlanden damals rüberkam, Dance Music Award in Berlin, wir haben die ganzen Bacardi-Events komplett begleitet, von Sylt bis München und von Berlin bis Stuttgart, also das war schon wild dahingehend, dass man im Grunde, du warst halt 1,5 Jahre einfach Berufsraver, so. Kanntest natürlich dann auch irgendwann alle DJs und alle Bands, weil du natürlich dann irgendwie einer von den wenigen warst, die ständig überall waren. Also die Mobilität und die Schnelligkeit mit den Bildern kam damals im Grunde schon so ein bisschen rein. Du sagst, Entschuldigung, ich unterbreche, du sagst immer wir, wart ihr mehrere? Ja, es war ein Team natürlich. Team? Also genau, also wir hatten mehrere Fotografen oder? Genau, es waren deutschlandweit wahrscheinlich 200 Fotografen oder so, weil das Ziel damals war und das war auch ein bisschen der Wert dieses Portals, dass wenn du im Grunde in Hamburg an einem Abend 6 Partys hattest, die irgendwie wichtig waren, waren wir halt auf 8. Und dadurch war die Abdeckung halt so, dass alle kannten den Laden. Mhm. Und durch diese Masse war halt diese Medienpräsenz natürlich dann irgendwie da und der Wert für die Leute. Und ich war halt dann der, ich habe mir dann relativ bald eine Spiegelreflexkamera gekauft, was damals auch noch echt eine Anschaffung war. Und der Witz daran war aber dann, dadurch, dass ich schon so lange vorher fotografiert hatte, waren die Bilder, die ich dann ja im Grunde mit null Vorbereitung irgendwo ad hoc mal eben produzieren konnte, dann halt so ein Ticken besser als die von der kleinen, so großen 2,5 Megapixel Sony-Knipse, so. Und dann ging es halt auch mehr darum, dass man wirklich im Club halt auch dann das bessere Bild machen musste. Dann gab es wichtigere Events als unwichtigere und so. Und so kam dann so ein bisschen so eine Hierarchie zustande, die ich zu meinem Glück dann da positiv erfahren habe, dass dann halt solche Sachen wie Sylt, Bacardi, die Party am Strand, die immer noch legendär ist, die nicht mehr gemacht wird, aber die halt echt ein Hit war, dass ich dann da halt hingefahren bin alleine. Und dann steht man auf der Sensation zwischen 30.000 tanzenden, weißgekleideten Leuten alleine mit Richie Horton und DJ Hell auf der Bühne und denkt sich so, ja gut. Und wahrscheinlich nicht unter zig anderen Fotografen. Ne? Nee, null. Wir waren die Einzigen. Ja. Weil wir die Medienpartner waren wir die Einzigen, die da quasi wirklich groß drin waren. Und die, den aber es lief ja auch noch nicht jeder mit einer Kamera rum, ne? Nee, das wurde dann schon mehr. Also wir hatten so 2, 3 Konkurrenten gab es dann schon. Die waren teilweise lokal, teilweise deutschlandweit, aber Konkurrenten im Sinne war ja auch egal, weil am Ende, also ob jetzt die Leute irgendwie sich auf dem einen Portal wiederfinden, auf dem anderen war ja auch egal, aber die Größe war halt der Riesenvorteil für uns damals und ich habe dann aber gemerkt, dass die
Also im Grunde ist es halt das schönere Ende der Pressefotografie. Mhm. Also du machst halt Samstag ein Bild und Montagabend interessiert es niemanden mehr für alle Zeiten. Weil es hat, also du transportierst ja nichts über eine gewisse Zeit hin. Diese anderthalb Jahre, die ich das gemacht habe, haben dahingehend halt einen dokumentarischen Wert, dass das alles, wie es damals stattfand, heute nicht mehr gibt. So, das sind ganz andere Künstler mit ganz anderer Technik. Ich habe mit Deichkind in Dresden Konzert auf der Bühne fotografiert, wo ich mit den zwischen den Musikern auf der Bühne auf der Hüpfburg rumhopse. Das ist heute vollkommen undenkbar. Und das sind halt so Zustände, wo du warst halt mit der Kamera nicht der Störenfried, sondern du warst halt mit der Kamera der im Grunde eine Basis für eine mediale Verteilung war. Was heute komplett liberalisiert ist, weil es jeder selber macht. Und dieser Switch, der dazwischen passiert ist, der ist eigentlich jetzt so im Rückblick halt ganz spannend, weil es hat sich einfach unheimlich viel entwickelt in der Zwischenzeit. Und ich habe dann... Wie lange hast du das gemacht dann? 1,5 Jahre. Okay. Aber halt wirklich 6 Tage die Woche so. Also richtig hardcore gefeiert und... Naja, ja, so wie man halt mit Kamera feiert, ne? Wenn man okay. mit so einer 5.000-Euro-Spiegelreflex im Club und durch die Gegend läuft. Also es war, hielt sich in Grenzen, aber faszinierend für mich im Rückblick war halt einfach, was Leute damals vor Kameras gemacht haben so. Und das zum Beispiel? Naja, also man war natürlich immer lustig. Die Leute haben sich im Grunde ja im Ausland an Clubs inspiriert und haben dann Konzepte mit nach Deutschland gebracht. Und dann gab es halt irgendwie im Club einen Whirlpool. So, was passiert in Whirlpools, wenn alle betrunken sind? Ziehen sie aus. So, und das war halt am nächsten Tag im Netz und alle wollten das so. Und es war total super. Ja, und das musste alles im Netz sein. Das ging gar nicht anders. Nee. Das ist heute undenkbar. Ja, klar. Und zu dieser, und gleichzeitig, und das ist aber das Absurde daran, jetzt laden die Leute für sich persönlich irgendwelche Bikini-Bildchen hoch ins Netz und alle sehen das, aber halt nicht mehr irgendwelche Portale. Das heißt, im Grunde hat sich das überhaupt nicht geändert. Nur der Ort, wo das stattfindet und wer was an wen sendet, hat sich geändert. Und das ist eigentlich ganz aufregend, weil das ja auch aus Marketing-Gesichtspunkten, du kommst ja auch aus dem Marketing-Hintergrund, das ist halt total irre. Ja. Einfach. Und das waren halt genau die 10 Jahre jetzt. Wie siehst du so grundsätzlich diese Entwicklung mit der Fotografie? Also ich stelle das halt fest, ich fotografiere ja auch ganz gerne mal so ein bisschen so auf der Straße, so ein bisschen Street und so, Land und Leute leben. Und das ist natürlich in Deutschland immer wieder die gleiche Diskussion. Ne? Das ist wahrscheinlich das Ähnliches, warum es heute keine Fotografie in den Clubs mehr gibt, weil die Leute natürlich nicht drauf sein wollen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich extrem schade, dass es so ist, weil es natürlich auch immer schwieriger wird, eine gewisse Dokumentation durchzuführen, also eine gewisse Art von Fotografie überhaupt zu betreiben. Ja, ist eine Frage, wie, ich nenne es jetzt mal, der Begriff kommt ja eigentlich aus der Kriegsfotografie, aber wie embedded man da ist. Also du kannst heute auch noch abgefahrene Szenen fotografieren, die werden auch fotografiert, aber halt von Leuten, die halt aus der Szene sind. Also sprich, man ist unter sich. Genau, man ist unter sich. Ja. Es ist über die Verbreitung ist ganz klar geklärt. Das ist teilweise passwortgeschützt so und wo, dann findet es trotzdem alles statt. Mhm. Aber halt von Leuten, die von drinnen kommen. Und wir kamen halt von außen. Also stell dir vor, ich bin dann von Dresden nach Essen geflogen und habe dann halt in Gelsenkirchen fotografiert. Ich kenne da aber gar keinen. Ich bin zwar Teil der Szene vielleicht musikalisch, aber nicht fotografisch und nicht Teil der Leute so. Und wenn du den Zugang hast, ist das, glaube ich, auch weiterhin alles easy, weil die Leute eben, das ist dann so ein Community-Ding mit einem Fotografen. Mhm. Aber das läuft halt in viel kleineren Gruppen ab so. Ja. Und die Bilder, die ich damals gemacht habe, das ist heute vollkommen unmöglich. Das heißt, man sollte heutzutage auch eher schauen, dass man irgendwo sich für einen Bereich, in einem Bereich etabliert, sich dafür interessiert und dann aber auch sich nicht nur quasi um die Fotos kümmert, sondern also auch wirklich integriert, also auch wirklich total. Schaut, also auch einfach mal fragen, warum mache ich das? Ne? Dass es nicht einfach nur um das Foto geht, sondern ja, und sich das für ist das ganze Thema interessieren. Ne? Genau, und das ist eben auch so bei der Musik eben gewesen, dass ich hatte halt einen Zugang, sowohl musikalisch als auch über die Künstler, den ich auch heute noch habe und pflege und das auch total mag. Und dadurch war das halt alles einfach. So, und ich glaube, dass es darf halt nicht wenn man sich selbst ein Thema stellt, es darf halt nicht darum gehen zu sagen, ich habe Lust, das Technikobjekt Kamera zu bedienen und ziehe jetzt los, sondern muss eigentlich wegen dem Bild losgehen, nicht wegen der Kamera. Und ich glaube, die Leute merken das. Und wenn man, das habe ich auch lange daran gearbeitet, man muss sich, glaube ich, so einen Status erarbeiten mit der Arbeit, die man mal gemacht hat in der Vergangenheit, dass man für das, was man in der Zukunft mit Leuten vorhat, ernst genommen wird. Und dann kann man das auch transportieren und dann sagen die Leute auch nicht nein. Aber ich glaube, man muss wirklich mehr darauf achten, wie geht man drauf zu, wie hat man vor, das zu publizieren. Und da muss man einfach mit den Leuten auch total ehrlich sein und dann da auch nicht irgendwas machen, was die dann nicht wollen. Und dann ist das auch total fein. Wie ging es weiter? Ich habe dann mal von der. Genau, und ich habe dann halt dadurch, dass ich dann halt gemerkt habe, dass ich eigentlich mich, dass mir das fotografisch nicht genug ist,
weil ich im Grunde ja, ich dokumentiere ja nur, ich habe auf das Bild überhaupt null Einfluss. Also außer, dass ich weiß, wo ich stehe und wie hell es ist. Technische Parameter und Bildausschnitt hast du bestimmt, aber ansonsten. Genau. Und du hast halt auf nichts irgendeinen Einfluss. Und das war mir halt alles irgendwie zu wenig. Und ich habe das dann alles an Nagel gehangen, mehr oder weniger. Nicht von heute auf morgen, aber ich habe halt gesagt, so, ich will das jetzt wissen. Hattest du dein Studium zu dem Zeitpunkt schon ad acta gelegt? Oder lief das so? Nee, das habe ich da gerade angefangen. Ich hab den einen Job, ich habe dann 2006 angefangen zu studieren. Und habe dann einfach ganz klassisch Fotodesign studiert. Nee, ich meinte das Maschinenbaustudium. Das war zu Ach so, ja, das habe ich schon. Das war schon. Also schon seit Frankreich war das schon nicht mehr das, was ich gemacht habe da. Also ich war eingeschrieben, aber ich war nicht dort, weil. Okay. Gut. Und dann habe ich mich 2006 für das Fotografiestudium angemeldet. Und das war halt dann so ein bisschen, wie soll ich das mal sagen? Ich hatte halt in dem Buch Fotografie, das 300 Seiten hat, hatte ich auf 93 Seiten schon mal irgendwas notiert, durcheinander. Und jetzt fängt man halt von ganz vorne an und sein gefährliches Halbwissen als, ich sag mal jetzt, Autodidakt, Amateur, wie auch immer, das haben wir dann so ein bisschen ganz klassisch analog studiert, 4x5-Inch Großformatkamera, von vorne bis hinten noch einmal komplett aufgerollt. Das heißt, ich habe im Grunde die Digitalkamera beiseite gestellt und noch mal ganz bei Null angefangen. Absichtlich und auch absichtlich an der Schule, weil das war ein sehr praktischer Studiengang. Welche Schule war das? Lazio Akademie in Stuttgart. Mhm. Und die haben halt einen sehr praktischen Studiengang, weil ich nicht, normalerweise ist Fotografie ja eine Form von freier Kunst, die du an der Uni studierst, universitär. Und da ist aber eigentlich Technik, das steht halt sehr zurück hinter Konzepten, Theorien, Ideen, Geschichte und so weiter. Und das klingt jetzt seltsam, aber man hat ja so ein bisschen seine eigene Theorie, seine eigene Geschichte und ich wollte einfach nur wissen, wie es geht. Und dann hat man eine Art, wie man das umsetzen kann und kann ja dann gucken. Und dann habe ich 2009 ein Diplom gemacht in Stuttgart und bin dann eigentlich Januar 2010 direkt nach Hamburg gezogen, um dann hier quasi diffus erstmal so quasi in der großen Idee, aber nicht wirklich wissen, wie es geht, dann angefangen. Bist du wegen der Fotografie nach Hamburg gezogen? Hast du gesagt, Mensch, ja. Ist es irgendwie, was weiß ich, Medienstadt, da passiert viel, da. Ja, ich bin ja auch vorher immer viel gereist, auch in dem alten Job noch, und da kriegt man halt dann schon so ein bisschen mit, wo was passiert und wo nicht, wie Leute ticken, wo man selber irgendwie gerne wäre, in welchem Umfeld man sich im Grunde irgendwie selber sieht ein bisschen, und das war halt Stuttgart definitiv nicht. Also was ja fein ist, aber also ich habe halt, ging nicht. Was waren dann was waren hier in Hamburg deine ersten Arbeiten, Jobs? Hast du gleich was an Land gezogen oder? Ach, ich habe mich eigentlich, ich habe eigentlich die Jobs, die ich mache, mache ich eigentlich immer nach wie vor noch einfach über einfach Leute, mit denen ich auch gerne arbeiten will und die gerne mit mir arbeiten, weil sich seltsamerweise auch menschlich einfach andere Sachen einfach nicht ergeben. So, und ich habe auch da dann immer noch viel unterwegs gewesen. Ich habe dann gleich November 10 war ich mit einer Band, die ich noch von vorher kannte, dann auf Island auf Tour, dann sind wir Island, Stockholm, Paris auf Tour gewesen und so Sachen. Also es hat sich so ganz viel ergeben und ich habe halt einfach dann zwischendrin, ich habe ja auch im Grunde im Diplom ja eine Modefotografie gemacht und habe das dann im Grunde in Hamburg halt dann verfolgt und da musste dann halt da erstmal natürlich ein Portfolio aufbauen und das dauert erstmal. Ich habe mir jetzt wirklich über eine stringente Akquise, nicht wirklich eine Platte gemacht, weil die ganzen, das ist halt eine sehr beeinflusste Fotografie, die einfach im Grunde von Ideen lebt, die man halt so, die einem so begegnen und das kann ich nicht planen. So, okay. Und das. Welche Art von Fotografie ernährt dich denn? Weil ich meine, ich höre so raus, dass du natürlich auf der einen Seite ein sehr kreativer Mensch bist, der natürlich auch Lust hat, einfach zu fotografieren. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch irgendwo deine Brötchen verdienen. Ist da eine sehr, sehr große Schnittmenge oder gibt es Fotos, wo du sagst, das ist das, was mich ernährt, und dann gibt es die Projekte, das sind die, wo meine Leidenschaft dran hängt? Also es gibt natürlich beides, ganz klar. Also die im Grunde ist die ganze Website, das ist alles mein Zeug. Mhm. So, da ist das Casting von mir. Ich habe bei 95% der Sachen die Bildbearbeitung selber gemacht. Ich habe, das Konzept ist von mir, ich habe die Produktion gemacht, ich bin da hingefahren, ich habe die Filme gescannt, ich habe das alles, also ich habe, das ist im Grunde mein Werk, so. Und im Job ist mir das ehrlich gesagt relativ egal, was ich da mache, einfach deshalb, weil in dem Moment, wo man, das habe ich ja wirklich gemerkt, das kann ich nicht,
in den Sachen, die ich da online habe, in diesem Frauenbild steckt halt eine, also da steckt dann einfach viel Leidenschaft und Ziel und Fokus und Linie drin, so. Willst du mal was zeigen? Ich meine, ja, gerne. Du hast ja ein paar Bilder mitgebracht, da haben wir das Ding ja hier stehen. Willst du mal einfach so ein paar Bilder, sind das jetzt aktuelle Arbeiten? Das ist jetzt alles aus diesem Jahr, genau. Alles aus diesem Jahr? Genau, also das haben wir gerade jetzt im Juni gemacht. Das ist so gerade eins der teuersten deutschen Models. Die war gerade auf der New York Fashion Week und ist jetzt gerade in Mailand. Ich kenne die gar nicht. Charlene Höcker ist das aus Köln und mit der waren wir in St. Peter-Ording auf dem Strand. Und das ist wieder so ein Punkt mit, das war die im Grunde die, der Prototypentest von der Leica S007. Und da ist halt noch auch aus alten Zeiten eben noch so viel Connection zur Industrie auch. Und das ist auch ein großer Teil, wo wir da bei dem Ernähren sind, weil die Fotografiewelt die Sachen halt ganz gut findet und ich bei der Jobwelt einfach auch da, wie soll ich mal sagen, wenig Berührungspunkte habe, das ja auch fein ist. Okay. Ziel ist halt immer, dass das alles nicht von Photoshop lebt. Also das ist praktisch die RAW-File. Ich kann das alles in Photoshop, ich mag das auch ab und zu da was dann zu tweaken, aber am Ende, das ist halt eigentlich alles on camera so. Geil. Das habe ich im Labor. Genau, das habe ich im Labor gemacht von meinem Laboranten. Das ist natürlich dann immer gut, dass man da auch wieder den Partner gleich auf dem Hof hat. Und cool. Einfach fotografiert und das war's mit dem Rotlicht, das da war. Ich habe auch alles so gelassen. Am Ende das ist dein Laborant? Das ist nicht mein Laborant, nee. Das ist eine Frau, die fotografiert schon ganz lange, mit der war ich schon wirklich irgendwie auf Mallorca in Paris und was ich wo überall. Ja, wow, Hammer. Ja, und RAW ist also wirklich rein mit dem Rotlicht fotografiert, genau. Was du... Ja, das geht ja heute mit den Kameras mittlerweile. Klar. Und ja, genau. Hammer. Das ist auch wieder so ein Ding, Kontakt noch aus der Thüringer Heimat, der war jetzt gerade auf dem Reeperbahn-Festival am Wochenende. Da haben wir mit einer sehr schönen Arbeit analog das Pressebild gemacht und jetzt nochmal das Pressebild von dem Remix-Album, das er gemacht hat, Martin Kulcher, der Pianist aus Thüringen. Und das ist halt so ein schöner Hybrid, der die Arbeit ganz gut beschreibt. Also das Porträt eigentlich ist auf analog entstanden. Dann haben wir es analog geprintet. Auf 8 verschiedene Art und Weisen, also mit 8 verschiedenen Papieren, Leadprint, entfärbter Leadprint, ein Aqua Classic, FB1K, 5K, Warmton und so weiter. Und haben im Grunde immer dasselbe Motiv in derselben Größe reproduziert, aber das Papier macht was mit dem Bild, ohne dass sich irgendwas an dem Negativ geändert hätte. Und haben ihm dann einfach quasi diese 8 Blätter hingelegt und haben gesagt, was springt dich denn am meisten an gerade? Dann habe ich das wiederum reproduziert auf dem Scanner und davon dann die Druckdatei gemacht für die Plakate, weil das ganz anders aussieht als der Negativscan. Also Moment, du hast ein Foto, du hast digital fotografiert, nee, du hast analog fotografiert. Genau. Ganz normal entwickelt und dann hast du auf unterschiedlichen Papieren drucken lassen? Oder selber nee, Abzug. Dunkelkammer, Abzug, also richtig, in der Schale, Klassik. Du hast auf Papieren entwickelt, Abzüge gemacht, ihm die hingelegt und dann hast du diese Abzüge genommen, die gescannt, digitalisiert und das als Vorlage für das Plakat. Für die Druckvorlage, genau. Das haben wir noch in die Lito geschickt für die Druckfarbenumwandlung. Der Umweg, den macht man deshalb, weil der Negativscan, wenn man das nebeneinander sieht, hat mit dem Print nichts zu tun. Das sieht komplett anders aus. Und diese Magie, die da reinkommt, der Print macht das Bild zum Werk und nicht der Scan. Und dann haben wir quasi diese Grafik, die da jetzt drauf ist, die für das Album und natürlich die Typo und alles, das kommt dann nochmal von den Grafikern. Das heißt, das ist halt so ein perfekter Hybrid aus diesem analogen Ding, das ich digital gar nicht machen kann. Und gleichzeitig. Aber das würden doch, ich meine, im Normalfall würde man noch versuchen, das digital zu reproduzieren, solche Effekte, aber das, oder? Das sieht nicht so aus. Also ich bin wirklich ein großer Fan dieser ganzen Schwarz-Weiß-Software, aber man sieht es ja auch an dem Bild, das hier drüben steht, das ist halt ein Barutabzug so. Und das ist ein komplett anderes Ding. Und wenn du das nebeneinander siehst, was aus dem Rechner kommt und was auf so einem Barutblatt passiert, ich will nicht sagen, dass der Rechner schlecht ist, aber ich will nur sagen, so, man muss sich, glaube ich, wirklich diese alten Sachen mal angucken. Da gab es eine ganz legendäre Geschichte in der Albert-Watson-Ausstellung hier in Hamburg in Deichtorhallen. Da hing über Eck dieses berühmte Cover von Sade, von dem Album von 84 oder was. Und das hat er rechts so ein bisschen umbearbeitet auf so eine Art Gold-Look und das hing als Riesenporträt an der Wand aus dem Tintenstrahl. Und links hing es ganz klein als matter, harter Schwarz-Weiß-Abzug. Und die Tiefe, die dieser Abzug hat, daneben guckst du das Digitale an, denkst du so, boah, das geht nicht.
Das geht echt nicht. Also ich finde es super interessant, das zu hören. Ne? Also zumal du ja jetzt auch nicht in der Altersklasse bist, wo man sagen würde, ich nee, bin nicht mit analog aufgewachsen, ne? Und früher war alles besser, sondern du bist ja eher ein digitales Kind, würde ich mal sagen. Ne? Zeitlich auf jeden Fall, zeitlich eher schon digitales. Finde ich super interessant und ich finde, wir sollten uns in dem zweiten Teil gleich noch mal ein bisschen mehr der Geschichte widmen. Auf jeden Fall. Da muss ich auch auf jeden Fall wissen, was es mit diesem Bild auf sich hat. Eine letzte Frage noch für diesen ersten Teil. Mich würde doch noch mal interessieren, was du so wirklich, was sind typische Sachen, die du für Geld machst? Also was ist dein Job? Ist das also Werbung so klassisch? Sind es Modestrecken? Ist es Fashion? Es ist wirklich ein bisschen durcheinander. Ich habe die, ich mache wirklich halt was mit Leuten. Kannst du ein paar Sachen nennen? Ja, jetzt mache ich die gleich. Beispiele? Also es geht mir darum, um die Annäherung. Ich finde, so wie das gerade ist, wollen Leute ein Bild von mir und brauchen nicht ein Bild von irgendjemandem. Und das ist ja schon eine ziemlich geile Situation. Ja, naja, wenn das natürlich dreimal die Woche passieren würde, wäre das natürlich super. Aber zum Beispiel, ich habe in Hamburg gerade mit einem riesen Aufwand das erste inszenierte Foto der Hamburger Symphoniker fotografiert, in der Leishalle auf der Bühne mit 72 Musikern und einem Londoner Stardirigent, Jeffrey Tate. Und das ist dann eben so ein Ding, wo ich will nicht sagen, dass ich einen Zugang zu Jeffrey Tate hätte, aber der Mann hat ein schweres Leben hinter sich und hat einen unglaublich guten Job abgeliefert. Und ich habe gesundheitlich ein ähnlich gelagertes Problem wie er, wo man dann merkt, dass du hast einen anderen Zugang zu Leuten so. Und die menschliche Ebene, die muss dann funktionieren, indem man, du hast ja keine Zeit. Also Musiker haben ja auch eine Gewerkschaft und ich hatte 15 Minuten. Für das ganze Orchester und zwei Porträts von Tate. Wie viele Leute waren das? Sagte 72. 72 Leute. Und du musst halt, das muss dann einfach halt funktionieren. So. Und das ist dann so eine Mischung aus einer menschlichen Komponente, die ich total schätze, und so ein Ding, dass man sich selber beweist und sagst, du hast null Zeit, es kann eigentlich nur schief gehen und es wird brillant klappen. Und willst du zwei, drei Sätze dazu sagen? Also ich bin ja auch technisch immer interessiert. Also wir haben halt 4,5 Stunden aufgebaut. So. Mhm. Also wir haben da 1,5 Sprinter voll Technik hingefahren. Und ich habe mir von denen extra nochmal versichern lassen, dass die Leishalle keine Rauchmelder hat im Raum, weil ich habe mit so einem Hazer, nennt sich das, das ist eine Nebelmaschine mit einem Ventilator dran, quasi einfach eine Art Dunsthauch in die Halle gemacht, damit ich ein Gegenlicht als Schweif so wirklich sichtbar drin habe. Und wollte eben die Musiker in ihrem Haus auf ihrer Bühne fotografieren, so mit Tate als Leitfigur vorne dran. Und das kann man sich, hängt ja überall in der Stadt und ist auch bei denen im Programmheft. Das ist echt ganz geil geworden, aber man hat halt einfach, du hast halt einfach keine Zeit. Also in dem Moment, es muss halt alles stehen und dann bietest du die Leute dann dahin und dann haben wir Tate nochmal alleine fotografiert und sind halt dann nach 12 Minuten fertig, packen alles wieder ein, das war's. Und der Witz ist aber eben nicht, das eine ist natürlich das Technische, das dann in den 12 Minuten zu reißen, aber das andere ist, dass ich da im Grunde, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber der hat eine Knochenkrankheit, die es ihm wirklich schwer macht. Und ich habe eine Gefäßkrankheit, die es mir schwer macht. Und dann sitzt du da 3 Minuten mit jemandem und hast eine Augenhöhe, die kannst du mit Erfahrung, die kannst du mit Alter, die kannst du mit ganz vielen Sachen überhaupt nicht begründen. So, das ist einfach ein anderes Ding. Und dieses Vertrauen, dass jemand sagt so, Herr Schmidt, Sie machen das, das genieße ich total. Und das passiert nicht oft, aber das passiert ab und zu. Dann ansonsten mache ich für Geld irgendwie in Berlin viel für die Regierung. Da geht es glücklicherweise auch immer nur um Frauen. Also da gehe ich dann auch so ein bisschen von meinem Fokus nicht weg. Ganz schön. Gut, dass wir so viele Ministerinnen haben. Frauenquote sei Dank. Und viel Musikersachen, viel für die Fotografieindustrie, weil das eine ist ja immer, ob man ein Bild in einem Werbekontext unterkriegt. Oder ob man sagt, man bringt eine Fotografie im Fotografiekontext unter. Als gutes Bild. Ja. Und das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du sagst, das Persilschild müssen wir hier irgendwo sehen oder was auch immer, sondern da geht es halt um Bild. Und das war immer das, was mich eigentlich auch motiviert hat, diesen Job zu machen. Ja, aber das ist ja eigentlich auch das, sag ich mal, wo man als Fotograf wirklich hin möchte, ne? Dass man auch wirklich die Bilder macht, die man als Bild mag. Und nicht nur, wo es darum geht, jetzt was abzuliefern und wo es im Endeffekt auch egal ist, ob das jetzt Hans, Dieter oder Detlef gemacht hat. Komm, ich zeig dir noch mal ein paar Bilder, die ich mag, wir gerade noch mal dabei sind. Martin hatten wir schon. Das habe ich mit einem befreundeten Model gemacht, wo meine Haare Make-up-Artistin und ich Styling gemacht haben. Einfach nur deshalb, weil wir machen das ganz oft zusammen.
weil es einfach im kleinen Team so schön funktioniert und ich das immer eigentlich wie eine Sitzung gestalte. Also es ist so, ja, kleines Team und unaufgeregt und dann kommen halt so Sachen dabei raus dann. Das habe ich in New York gemacht vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Ja, da wären wir uns ja fast über den Weg gelaufen. Das hätte geklappt, das stimmt, ja. Wenn wir voneinander gewusst hätten. Das hätten wir wissen müssen, ja. Oh, wow. Ja, das war ganz spannend. Das habe ich für cool. die BFF-Ausstellung in Hamburg gemacht. Zum BFF kommen wir später ja auch nochmal. Ja. Da ist im Grunde, das ist eigentlich ein Videoprojekt gewesen. Das ist jetzt das einzige Standbild, das wir da draus gemacht haben. Die Videos sind auf der Website. Da ist alles ab der Taille abwärts ist gerendert. Also sie hat einen Top an, das war echt. Also das ganze Kleid ab, komplett. Also alles, was quasi fließend ist. Ja, das ist aus dem Rechner. Und das als Standbild zu machen, ist jetzt noch nicht so der Riesenakt in 2015. Und da gibt es ein Bewegtbild zu. Genau. Wahrscheinlich mit einer entsprechenden Bewegung. Wo sie sich bewegt Kleides. Und der Stoff sich bewegt, genau. Und das als Video zu machen, war eigentlich der Ansporn. Und das haben wir dann auf der BWF-Ausstellung auch wirklich auf einem Fernseher präsentiert. Ja, cool. Und es ist eben da wieder dieses Ding. Also auf der einen Seite muss es halt so ein bisschen so ein gefühlvolles Frauending sein. Auf der anderen Seite geht es eben wirklich darum, auch so technisch immer noch mal an eine Grenze zu gehen. Das ist auch cool. On camera komplett so fotografiert. Das haben wir in einem Hamburger Tonstudio gemacht, das in den 80ern da mal eingerichtet wurde, also auch historischer Raum. Und haben dieses Portishead Roseland Album wieder in New York aufgenommen, mit Reden zum Kreis. Bisschen da thematisiert. Mit dem ganz fabelhaften Hamburger Model zusammen. Und das ist dann halt schon geil, wenn du es halt nicht bearbeiten musst, sondern wenn du es halt so leuchten kannst. Das war mal für ein Lookbook. Genau. Ja, also ich will jetzt nicht zu viel Honig ums Maul schmieren. das tut nicht gut, aber ich muss schon sagen, als ich deine Bilder gesehen habe auf der Webseite, sind schon echt toll. Also für mich persönlich halt aus fotografischer Sicht, da ist natürlich auf der einen Seite sind es natürlich die schönen Frauen, die wir ja alle verehren. Auf der anderen Seite sind sie natürlich wirklich verehrenswürdig in Szene gesetzt. Und das finde ich schon echt sehr cool. Ja, wir haben uns super verquatscht. Also wir hatten eigentlich geplant, 3 Blöcke à 20 Minuten zu machen. Ja, das sind jetzt hier so roundabout 32 Minuten geworden. Aber ich denke, wer sich für Fotografie interessiert und sich die Bilder anguckt, der wird uns jetzt bestimmt auch bis zum Ende ertragen haben. Wir machen mal eine kurze Pause und dann geht es gleich im zweiten Teil weiter. Sehr gut.